Hallo zusammen, in der heutigen Folge werfen wir einen Blick auf die Geschichte der britischen Kolonien in Nordamerika, beziehungsweise wir setzen eben unseren Blick auf diese Geschichte fort und heute werfen wir einen Blick auf den Unabhängigkeitskrieg. Der Unabhängigkeitskrieg war im Grunde das Ende, wenn man so möchte, dieser Entwicklung und sollte die Vereinigten Staaten von Amerika letztlich begründen, die wir eben bis heute kennen. Und wie man jetzt eben in diesen Unabhängigkeitskrieg schlitterte, wie der so ganz grob verlief, was da die Höhepunkte bzw. Tiefpunkte waren und was eben am Ende so rauskam, darüber sprechen wir jetzt in den kommenden Minuten. Los geht's! Als der Unabhängigkeitskrieg 1776 ausbrach, kam er nicht nur für die Briten, sondern auch für Teile der amerikanischen Siedler bzw. der britischen Siedler in Nordamerika eher unerwartet. Denn das hing damit zusammen, dass auf dem ersten Kontinentalkongress, der 1774 stattgefunden hatte, ja noch gar nicht klar gewesen war, dass diese Entwicklung jetzt in eine Abspaltung der Kolonien vom britischen Mutterland führen musste. Denn es gab eben auch Siedler, die durchaus auf der Seite des britischen Königs standen, beziehungsweise Probleme hatten mit dieser Idee der Unabhängigkeit. Denn die Unabhängigkeitsfrage, also dass man sich komplett loslöst vom britischen Mutterland, war von Beginn an eine umstrittene Frage gewesen. Man war sich zwar insgesamt bei all den verschiedenen Kolonien irgendwie einig, dass man mehr Autonomierechte haben wollte, also sprich, dass man der britischen Krone klar machen wollte, wir sind jetzt hier in der neuen Welt, ihr seid am anderen Ende des Atlantiks und wir möchten eben entscheiden, wie wir mit unserem Lebensraum, mit der Art, wie wir leben, hier umgehen. Doch dass das zwangsmäßig zu einer kompletten Abspaltung von Großbritannien führen musste, das war eben durchaus umstritten. Die Gruppe derjenigen, die nach wie vor an der Treue zu Großbritannien festhielt, nennt man Loyalisten oder auch Royalisten, je nachdem. Royalisten insofern, dass sie noch zum König standen und Loyalisten insofern, dass sie eben loyal zum britischen Königshaus standen. Und deswegen waren viele dieser Leute auf dem zweiten Kontinentalkongress auch gar nicht mehr dabei gewesen, denn hier hatten sich jetzt die radikalen Kolonien und die radikalen Ansichten durchgesetzt, die eben jetzt den Krieg mit Großbritannien wollten und das waren eben längst nicht alle bereit mitzutragen. Aus britischer Sicht kam die Unabhängigkeit genauso unerwartet, denn Großbritannien hatte ja im Grunde nahezu 150 Jahre die sogenannte Politik der wohlwollenden Vernachlässigung gefahren, sprich man hatte sich nur wenig um die Angelegenheiten der Kolonien gekümmert und hatte gar nicht so wirklich mitbekommen, wie sehr sich die verschiedenen Menschen in den Kolonien eben von dem britischen Mutterland geistig entfernt hatten. Und das verwundert im Grunde eigentlich aus heutiger Sicht auch nicht, denn es waren immerhin über 150 Jahre vergangen. Die ersten Siedler waren längst tot und ihre Nachkommen hatten das britische Mutterland, die britische Heimat am anderen Ende des Atlantiks nie gesehen. Warum sollten sie also eine große Bindung zu einem Land und einem König aufbauen, den sie eben nie gekannt hatten? Und entsprechend waren hier jetzt ganz andere Bevölkerungsgruppen als noch 150 Jahre zuvor. Und diese Bevölkerungsgruppen sahen sich von Beginn an mehr als Amerikaner als Briten. Dennoch war die Abspaltung von Großbritannien eben keine Selbstverständlichkeit. Und hätten die Briten möglicherweise ab der Mitte des 18. Jahrhunderts nicht damit begonnen, jetzt plötzlich stärker in die Zoll- und Steuerregeln der Kolonien einzugreifen, wären die Kolonien möglicherweise weiterhin bei Großbritannien geblieben und die Geschichte hätte sich bis heute womöglich komplett anders entwickelt, sodass wir eben heute immer noch ein riesiges britisches Empire hätten mit Kolonien in Nordamerika. Der zweite Kontinentalkongress, der ab 1775 tagte, sollte nun letztlich dazu führen, dass die Unabhängigkeit ausgerufen wurde. Mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, einem der zentralen Schriftstücke eben bis heute der amerikanischen Geschichte, sollten die Grundlagen für eine amerikanische Selbstständigkeit und Eigenstaatlichkeit gelegt werden. Wie es dazu kommen sollte, werden wir uns in einzelnen Folgen noch ansehen, doch hier war eben jetzt der Startpunkt gesetzt für eine eigene Geschichte. Doch wollte man eben eine eigene Geschichte haben, dann musste man jetzt erst einmal die britische Gefahr aus dem Weg räumen. Denn es war natürlich klar, dass die Briten nicht einfach dieser Abspaltung zustimmen würden, sondern die Briten sollten jetzt nun mit den bereits stationierten Soldaten und zusätzlichen Soldaten, die sie jetzt eben über den Atlantik bringen sollten, versuchen, die Amerikaner in ihre Schranken zu verweisen. Von Beginn an war der Unabhängigkeitskrieg ein sehr ungleicher Krieg gewesen und das hing auch damit zusammen, dass jetzt eben die zwei Kriegsparteien, die sich hier gegenüberstanden, völlig unterschiedlich waren. Auf der einen Seite hatte man Farmer
Bauern, Handwerker, Kaufleute. Diejenigen eben, die damals ausgewandert waren, beziehungsweise natürlich ihre Nachkommen. Und diese Leute waren natürlich kampfunerfahren und hatten militärisch keine Erfahrung, denn abseits von den Indianern musste man ja nicht wirklich etwas bekämpfen in der neuen Welt. Auf der anderen Seite kamen aber auch militärische Veteranen hinzu, die immerhin schon mal sozusagen Krieg gerochen hatten, nämlich diejenigen, die im Siebenjährigen Krieg eben gekämpft hatten, der ja in den Kolonien als French and Indian War bekannt war. Hier hatten also die britischen Siedler auf der Seite der Briten gegen die Franzosen und die verschiedenen Indianerstämme in Nordamerika gekämpft. Doch das war natürlich eine verhältnismäßig kleine Zahl und entsprechend war eben hier auf der einen Seite eine wenig militärisch ausgebildete Streitmacht. Auf der anderen Seite hatte man die britische Armee. Kampferfahren und gut ausgerüstet. Diese britischen Soldaten waren ja teilweise schon in den amerikanischen Kolonien eben stationiert gewesen und sollten jetzt nun in viel größere Mengen über den Atlantik verlegt werden. Doch das war gleichzeitig natürlich für Großbritannien eine riesige Herausforderung, denn das war ein wahnsinniges logistisches Problem. Man hatte ja keine Flugzeuge und man hatte auch keine motorbetriebenen Boote, mit denen man ganz sicher zu dem und dem Zeitpunkt Verstärkungen bringen konnte, sondern man musste mit dem Segelschiff über den Atlantik, war Wind und Wetter ausgesetzt und konnte eben schlecht planen, ob immer ausreichend Versorgung da war für diese Soldaten vor Ort, ob ausreichend Soldaten überhaupt da waren, die eben die verschiedenen Siedler dort überhaupt bekriegen konnten. Die Siedler wiederum waren natürlich jetzt auch nicht mehr nur kleine versprengte Gruppen, sondern die Siedler, die verschiedenen Milizen, die sich gebildet hatten in den Kolonien in den Jahren davor, hatten sich jetzt natürlich versammelt und daraus war die sogenannte Kontinentalarmee hervorgegangen. Die Kontinentalarmee stand unter dem Oberbefehl von George Washington, der später der erste Präsident der Vereinigten Staaten werden sollte. Dennoch, was hier als Kontinentalarmee so beeindruckend klingt, war zunächst mal nur ein Haufen von verschiedenen Milizen. Und auch die waren nicht sonderlich gut ausgerüstet und nicht sonderlich gut ausgebildet. Und die mussten jetzt erstmal ausgebildet werden. Und dazu bediente man sich vor allem der Hilfe ausländischer Mächte. Denn vor allem die Franzosen sollten über die Jahre ihre Unterstützung für die amerikanischen Kolonien immer weiter ausbauen. Zunächst einmal finanziell und später sollten sie eben auch militärisch eingreifen. Das bedeutet, aus dem Ausland kamen verschiedene Waffenlieferungen. Zudem wurden die Soldaten der Kontinentalarmee nun immer besser ausgebildet, und zwar durch den preußischen General Friedrich Wilhelm von Steuben. Der hatte sich jetzt hier nun eingemischt und versuchte jetzt die Kontinentalarmee einigermaßen auf Vordermann zu bringen. Die Briten wiederum hatten abseits ihrer Kampferfahrung und ihrer breit aufgestellten Armeen auch verschiedenste Söldnereinheiten angeworben. Man muss sich vorstellen, gerade in den deutschen Kleinstaaten, Deutschland war ja damals ein zersplittertes Land gewesen aus ganz vielen kleinen Einzelstaaten, hatten sich die Briten bei den verschiedenen Fürsten, die dort in diesen kleinen Staaten eben lebten, verschiedenste Söldner ausgeliehen. Man hatte also für bare Münze Soldaten eingekauft und Zehntausende dieser Soldaten sollten nun in die neue Welt verfrachtet werden und dort auf der Seite der Briten kämpfen. Besonders berühmt waren die hessischen Söldner, die eben dort in den Kolonien Angst und Schrecken verbreiten sollten. Abseits von Ausrüstung und Ausbildungsstand war ein zentraler Unterschied auch die Art der Kriegsziele. Denn die Kriegsziele auf beiden Seiten in diesem Krieg waren natürlich völlig unterschiedlich. Auf der einen Seite hatte man die Kontinentalarmee bzw. die verschiedenen Siedlergruppen. Die brauchten im Grunde nichts anderes zu tun, als ihren Grund zu verteidigen. Sie kannten das Terrain und konnten jetzt hier nun als Kriegsziel für sich festlegen, die Briten zurückdrängen. Das war zunächst einmal wesentlich leichter logistisch gesehen als das, was die Briten umsetzen mussten. Denn die Briten standen jetzt hier vor der riesigen Aufgabe, verschiedenste Kolonien im Grunde erobern zu müssen und dann anschließend halten zu müssen. Das war, wie gesagt, ein riesiges logistisches Problem und dazu brauchte man im Grunde Unmengen von Soldaten. Denn man konnte ja nicht sicher sein, dass wenn man jetzt irgendwie ein Gebiet erobert hat, dass das dann wirklich friedlich blieb, sondern in der Regel kamen dann verschiedene Angriffe aus dem Hinterhalt, es bildeten sich Partisanengruppen und so weiter und insofern war es gar nicht abzusehen, ob man die Herrschaft dort in den Kolonien überhaupt stabilisieren konnte. Insofern waren die Kriegsziele hier eben sehr ungleich. Zudem waren ja auch die Kampfstrategien der beiden Seiten völlig unterschiedlich. Man hatte zwar mit der britischen Armee auf der einen Seite und der Kontinentalarmee auf der anderen Seite scheinbar zwei Armeen, die in der traditionellen Art gegeneinander kämpften, sprich, da marschierten reihenweise Soldaten auf, dann stellte man sich hin, es wurde durchgeladen, alle gaben gemeinsam einen Schuss ab, dann kam die nächste Reihe und so weiter, so wie man eben lange gekämpft hatte.
Doch in der Realität sah das teilweise doch ganz anders aus. Denn die Briten kämpften natürlich so, denn das war ja ganz normal für eine reguläre Armee. Aber auf der Seite der Kontinentalarmee gab es eben nur bestimmte Einheiten, die diese Art des Kämpfens wirklich an den Tag legten. Denn viele verschiedene Grüppchen auf Seiten der Kontinentalarmee waren natürlich Leute, die viel eher eine Art Guerillakampf bevorzugten, also versuchten die Briten in Hinterhalte zu locken, ihnen in den Rücken zu fallen und damit eben auch eine Mehrheit bezwingen zu können. Und das war strategisch nur nachvollziehbar, denn wie gesagt waren die amerikanischen Truppen bzw. die Kontinentalarmee insgesamt ja viel schlechter ausgerüstet und auch zahlenmäßig unterlegen und hatte hier den Briten nur wenig entgegenzusetzen. Entsprechend machte es eben Sinn, eine Art Guerillataktik einzusetzen, eine Art Partisanen zu bilden, die bei jeder Gelegenheit versuchten, irgendwie kleinere britische Einheiten aus dem Hinterhalt zu überfallen und niederzumachen und damit insgesamt die britische Armee eben auf Dauer zu schwächen. Dass die Kontinentalarmee zwei der zentralen Schlachten und kriegsentscheidenden Schlachten dieses Krieges, nämlich die Schlachten von Yorktown und Saratoga, tatsächlich gewinnen konnte, hängt weniger mit ihren eigenen Fähigkeiten zusammen, als vielmehr mit dem Unvermögen der britischen Kommandeure in den Kolonien, vernünftig zusammenzuarbeiten. Denn man muss sich vorstellen, viele der englischen Kommandeure vor Ort, der verschiedenen Generale, die dort unterwegs waren, waren im Grunde Leute, die selber nach Prestige suchten. Es waren Leute, die mit ihren eigenen Armeen Erfolge vorweisen wollten, auch um sich beim britischen König logischerweise einzuschleimen. Und diese Generale waren teilweise nur sehr widerwillig bereit dazu, miteinander zu arbeiten, um die Kontinentalarmee zu besiegen. Denn wie gesagt, jeder wollte seine eigenen ausweisbaren Erfolge vorweisen können. Die Schlacht von Saratoga im Jahr 1777 wird bis heute als eine Art Wendepunkt in diesem Krieg betrachtet. Was beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass der Krieg ja noch gar nicht lange am Laufen war. Und jetzt kam schon die Wende. Saratoga war eines der zwei Beispiele dafür, wie eben diese verschiedenen britischen Kommandeure nicht in der Lage waren, miteinander zusammenzuarbeiten. Denn der Hintergrund war, dass hier zwei britische Armeen im Grunde aus dem Süden und aus dem Norden auf dem Vormarsch waren, aufeinander zu und sich an einem bestimmten Punkt eben treffen sollten und damit eben einen Keil zwischen die verschiedenen Kolonien treiben sollten. Doch das misslang. Denn der britische General Burgoyne, der von Kanada aus nach Süden zog, sollte sich in der Nähe von New York mit den Truppen von General Hawke vereinen und diese Truppen sollten dann gemeinsam eben die Neuengland-Kolonien an der Küste, also die nördlichen Kolonien, von den anderen Kolonien quasi abtrennen. Das hätte den Briten vor allem ein Rückzugsbecken gegeben und vor allem eben die Möglichkeit, logistisch dort mit Schiffen anzulegen. Doch anstatt eben auf die Truppen von Burgoyne zu warten, zog General Howe es lieber vor, Richtung Philadelphia zu marschieren und damit verpassten sich diese beiden Armeen. Burgoyne traf dann schließlich ohne die Verstärkung von Howe auf Kontinentaltruppen bei Saratoga und dort wurde die britische Armee im Grunde in Fetzen gerissen. Am Ende konnte die Kontinentalarmee hier einen großen Sieg aufweisen, der eben bis heute in das Gedächtnis, das historische Gedächtnis der Amerikaner eingegangen ist. Die zweite und damit wirklich endgültige vernichtende Niederlage für die Briten musste General Cornwallis einfahren und zwar in der Schlacht bei Yorktown im Jahr 1781. Hier war jetzt vor allem die Unterstützung der Franzosen entscheidend, denn dort am Punkt der Schlacht in der Chesapeake Bay lag die britische Flotte. Und die Flotte lag nun eben da, weil an Land jetzt die Kontinentaltruppen unter George Washington gegen britische Truppen kämpfen. Doch nun geschah etwas, womit die Briten offenbar nicht gerechnet hatten, nämlich die französische Marine sollte jetzt die britische Marine in der Chesapeake Bay einschließen und damit waren zum einen die Briten massiv geschwächt worden und zum anderen war auch eben die Logistik der Briten ausgehoben worden, denn man konnte jetzt keinen Nachschub mehr dorthin bringen, weil eben die französische Marine den Weg jetzt blockierte. Und entsprechend konnte die Kontinentalarmee am Ende des Tages diesen Sieg davontragen. Und das war, könnte man sagen, die letzte entscheidende Schlacht dieses Krieges. Im Jahr 1783 schließlich sollte dann mit dem Friedensvertrag von Paris die Unabhängigkeit der amerikanischen Staaten durch die Briten anerkannt werden. Und damit begann die Geschichte eines eigenständigen US-amerikanischen Staates, der, wie wir in den nächsten Folgen sehen werden, durchaus auch so seine Startschwierigkeiten hatte und Ungereimtheiten hatte, wo man eigentlich damit jetzt hin wollte. Doch wie gesagt, das schauen wir uns dann in einer eigenen Folge an. So viel erstmal zum amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Wie gesagt, geht es hier nicht darum, die verschiedenen Schlachten darzustellen, sondern es ging mir darum, zu zeigen, wie unterschiedlich eben die Ausgangsvoraussetzungen waren. Man hatte mit der Kontinentalarmee und der britischen Armee zwei sehr ungleiche Armeen, die in Kriegszielen, Kampferfahrung
und Organisation sehr unterschiedlich waren. Beide Seiten hatten Alliierte, die Briten vor allem eben die deutschen Söldner, die man in den verschiedenen deutschen Staaten eingekauft hatte, die Amerikaner wiederum oder die britischen Siedler vor allem die Hilfe der Franzosen. Die Franzosen hatten zunächst finanziell und logistisch, später auch militärisch in diesen Krieg eingegriffen und waren entscheidend eben dafür gewesen, das muss man wirklich so sagen, dass die Amerikaner diesen Krieg gewinnen konnten. Interessant ist, dass den Franzosen ihr eigenes Engagement hier in den amerikanischen Kolonien wenige Jahre später im eigenen Land auf die Füße fallen sollte, denn das Engagement im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg hatte zwar bei den amerikanischen Siedlern für Begeisterung gesorgt, allerdings in der französischen Heimat umso weniger, denn es hatte eine Riesenschneise in die französische Staatskasse gerissen. Und am Ende dieser Entwicklung stand der Ausbruch der französischen Revolution des Jahres 1789. Insofern hatte der amerikanische Unabhängigkeitskrieg einen faden Beigeschmack, zumindest aus der Sicht der französischen Adligen und des französischen Königs. Mit den Schlachten von Saratoga und Yorktown konnte die Kontinentalarmee zwei kriegsentscheidende Schlachten gewinnen, auch wenn sie insgesamt eine durchaus guerillaartig und partisanartige Armeeführung an den Tag legten, auch wenn es natürlich immer wieder auch zu klassischen Schlachten kommen sollte. Insgesamt war es aber so, dass viele Siedler versuchten, der britischen Armee im offenen Feld aus dem Weg zu gehen, denn häufig war das eben mit Niederlagen verbunden. Am Ende dieser Entwicklung, wie gesagt, standen nur die Vereinigten Staaten von Amerika mit ihren eigenen Startschwierigkeiten, auf die wir dann in der nächsten Folge eingehen werden. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Anregungen, Themenvorschlägen oder ähnlichem und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal, bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut!